Moin zu Tore Dritte Tralala. Wir starten in der Landesliga mit einem Mega-Abwehrbock. Oder nett ausgedrückt, einem klassischen Missverständnis. Tom Krömer sagt Danke und trifft zum Ausgleich. Deutlich schwieriger macht es Alemannia Aachen dem SC Verl in der Regionalliga. Die Gäste hauen alles rein, um die Führung über die Zeit zu bringen. Doch Verl-Kapitän Matthias Heder findet dann doch noch die Lücke. 1:1, große Erleichterung beim Gastgeber. Was für ein Kraftakt. Weiter geht's in der Oberliga Westfalen und einem herrlichen Treffer von Hakan Sesa. Er bringt den SV Westfalia Rheinern gegen Rot-Weiß Aalen mit ganz viel Gefühl in Führung. Doch auch diese Partie endet ohne Sieger. 2:2 der Endstand. Schlenzer beim SSV Reutlingen, eine Sache für Tim Schweiger. Starker Freistoß. Nichts zu halten für Gästekeeper Pendinger. Definitiv haltbar ist dieser Eckball von Hassan Ölker. Kein schöner Tag für Halterkeeper Tanto. Es folgen nämlich 4 weitere Gegentore im ersten Durchgang. Zum Abschluss schauen wir noch auf ein knackiges Tackling von Sebastian Weitzel. In der Wiederholung jedoch zu erkennen, sieht alles schlimmer aus, als es war. Freistoß dennoch, die richtige Entscheidung.